Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Let's Play World of Warships Zeit und auch hier will ich euch einen Zerstörer präsentieren und zwar Tier 5 Nicholas der USA. Und ja, USA sind natürlich dafür bekannt, dass ihre Torpedos nicht so weit reichen wie die von den Japanern, dafür aber dementsprechend über andere Stärken verfügen. Wir drücken einfach mal ins Gefecht. Bin hier im Zug unterwegs, aber der Kommunikation und des Let's Plays halber für euch gerade hier alleine am Kommentieren. Ich bin wirklich sehr gespannt. Zerstörer fahren ist einfach eine schwierige Sache in dem Spiel, das muss man ganz klar sagen. Wir haben jetzt natürlich mit Matchmaking ein bisschen Glück, dass wir hier High-Tier sind. Damit kann ich auf jeden Fall ganz gut leben. Standardgefecht. Hier wäre natürlich ein schnelles Capture the Flag oder zumindest schnelles Einnehmen schöner als ein Standardgefecht, aber kann nicht alles haben. Ich werde mich mal links auf die Kartenseite bewegen, hier so in diesen Bereich, weil da ist es ein bisschen wendiger, da ist nicht so viel Platz zum Ausweichen für mögliche Gegner. Das sind natürlich dann die Torpedos von Vorteil. Die Amerikaner kommen von den Geschützen her auf jeden Fall weiter als die Japaner. Aber die Torpedos eben nicht so weit. Das sollte man immer noch ein bisschen im Fokus haben. Von Endgeschwindigkeit, glaube ich, ist die Nicholas ein klein wenig langsamer als die Minikatze ist es, glaube ich, bei den Japanern. Und die Torpedotubes sind so angebracht, links und rechts jeweils zwei Stück. Nicht so, wie man es von den bei der Japaner, bei der Minikatze war es so, da sind die drei in der Mitte angebracht, das heißt, dass die jeweils nach links und rechts wirken können direkt. So, jetzt muss man auf die Miyuki ein bisschen aufpassen. Eigentlich heißt es ja rechts vor links, aber das Ding ist so schwer. Da lassen wir doch den durch. So, jeweils ein Tor mit einem Einzelfeuer. Hier auf der Karte ist es wie gesagt gerne so, dass die schweren Jungs auf diese Seite hier rüber gehen, weil hier viel zu viel Manövrierbarkeit ist und die dicken Jungs eher, die schweren Jungs, ja. Und die flinken Jungs, so wie ich, die gehen dann gerne auf die Seite, wo ich jetzt auch hinfahre. Jetzt muss ich nur aufpassen auf die Torpedobomber. War mir nämlich klar, dass die auf die Miyuki gehen werden. Treffen auch dementsprechend, haben sogar an der Tatsuta eingetroffen. Leider konnte man von den gegnerischen Torpedos keinen einzigen Flieger runternehmen. Wäre natürlich schön gewesen. Ich werde jetzt mal hier nicht den ganz langen Weg fahren, sondern mich mal hier jetzt Richtung Süden begeben. Weil wenn ich sehe, wo die Flieger dahin fliegen, dann schätze ich mal, dass der Flugzeugträger der Gegner irgendwo hier sein dürfte. Weil die fliegen jetzt gerade schnurstracks nach Süden. Und
wenn es so ist, dann kann ich mir nämlich natürlich den jetzt noch holen. Ja, genau, der fliegt hier, die Flugzeuge fliegen hier runter und da ist er offen. Kein langer Weg mehr. Da ist die Mini-Katze. Aber von der lasse ich mich jetzt gar nicht beeindrucken, nur ich fahre jetzt direkt schnurstracks auf den gegnerischen Flugzeugträger drauf. Ich hoffe mal, die Miyogi macht die Mini-Katze weg, weil Feuerpower hat sie definitiv genug. Zerstörer müsste gleich in Sichtweite kommen. Ja, der Zerstörer, der Flugzeugträger natürlich. Und da ist er auch schon. Langley. Einige Torpedos im Wasser. Treffen tut einer. Hinter mir ploppt jetzt auch schon der zweite auf, eine Iwaki Alpha. Aber wie gesagt, ist mir jetzt egal. Sondern ab auf die Langley. Das ist jetzt das, was ich erreichen will in dem Spiel, mir die Langley dazu holen. 13 Kilometer. Die Langley schickt scheinbar auch ihre Torpedobomber nicht auf mich. Ich hoffe mal, dass ich wenigstens hier ein Flugzeug runterbekomme. Ich schätze mal, dass die Längle jetzt ein bisschen nach rechts abdrehen wird. Deswegen versuche ich gleich mal so hinterher zu jagen, wie ich vermute, dass der ein Fahrtweg sein dürfte. So, jetzt kommt da gegnerisch. Ah, jetzt ist sie doch da. So, da kommen schon die gegnerischen Flugzeuge. Wenn sie so frontal kommen, dann werden sie gar keine Chance haben. Kritischer Schaden. Die fliegen einfach über mich hinweg. Ignorieren mich komplett. Das ist ja auch nett. Muss ich aufpassen, jetzt kommen sie nämlich zurück. Jetzt ist ihr das Ungemach, glaube ich, bewusst geworden. So, machen wir einen Vollstopp, lassen die überholen. Jetzt habe ich mich auch genug auf die konzentriert. Jetzt kann ich mich wieder der Langley selber widmen. Langley ist verdammt schnell, dafür, dass es ein Flugzeugträger ist. Und schön, schön durchgeschossen. Oh, die waren gut geschossen. Da werde ich einen abbekommen und ich hoffe, den überlebe ich dann. Ah ja, einen habe ich abbekommen. So, aber jetzt habe ich genug. Jetzt muss ich wieder aufpassen, sie drehen schon wieder bei. Aber hier habe ich sie diesmal gut umrundet. So, und weg ist sie.
Da ist jetzt einiges los. Jetzt mal schauen, ob ich den zweiten Flugzeugträger auch noch finde. Bis jetzt auf jeden Fall schon ordentlich für Randale gesorgt in den gegnerischen Reihen. Noch die Frage, wo ist der andere Flugzeugträger? Könnten wir vorstellen, dass der andere Flugzeugträger hier jetzt hier seinen Schiffen nachfährt oder auch nicht? Noch eine Langley. Aber jetzt versuche ich mal auf HE zu laden, dass ich ihn hier seine. Dass ich ihn hier in Brand stecke, weil wenn das passiert, kann der nämlich keine Flugzeuge mehr starten. Oh, jetzt habe ich geschlafen. Jetzt habe ich ganz arg geschlafen. Aber das ist das Schöne an den Zerstörern. Diese Wendigkeit, die ist einfach Wahnsinn. Und natürlich auch die Geschwindigkeit. Ich schalte es nochmal ab. Jetzt lassen wir die mal wieder überholen. Ah, oder sie gehen schon vorher zu Ende. Ist er. So, jetzt komme ich, jetzt kann ich schön so drauf wirken und hoffe, dass ich den auch irgendwann in Brand setze. Etwas ungenau gerade leider, aber auch unsere Leute schießen schon jetzt ordentlich drauf. Es kommt schon wieder eine Torpedostaffel. Die muss ich diesmal ein bisschen besser aufpassen. Jetzt ist er mal nicht manövrierfähig. So, jetzt kommen sie auf uns. Beziehungsweise. Doch, da kommen sie doch. Aber diesmal war der Braten so früh gerochen, dass ich gar nicht großartig beidrehen muss, weil ich einfach aufgrund der Geschwindigkeit... Und jetzt ist ein Feuer, jetzt kann er keine Flugzeuge mehr starten. Und jetzt wird das Ding ganz einfach werden. So, jetzt fangen seine Geschütze an. So, jetzt nebeln wir uns ein. Gehen damit unsichtbar sozusagen und lassen ihm sein Schicksal. Yep. Enemy aircraft carrier blown up. Auch das. Kurz vor dem Sieg. Nice. Schöner kann es vom Timing gar nicht sein. Zwei Flugzeugträger mal weggeholt. In Summe 4 Torpedos ins Ziel gebracht. 2 zerstört. Ja. Critical Damage, 4-mal die Zitadelle. Mit 1300 XP haben wir uns auch recht weit nach oben. Und was haben wir in Schaden gemacht? 36.000, 45.000. Also von dem her alles in Ordnung. Wie gesagt, wichtig, die beiden Flugzeugträger aus dem Spiel genommen zu haben, war sehr schön. Und wichtig auch fürs Team.
So, dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Mir persönlich hat es viel Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.